Liebe Athena-Koordinatorin in der Kammergeschäftsstelle, es gab mal wieder ein kleines Update am Athena-Bogen und deshalb haben Sie von uns eine neue Datei geschickt bekommen und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie diesen Blankobogen für Ihre jeweilige Athena-Landesapothekerkammer individualisieren. Zum einen machen wir das im Tabellenblatt Angaben, das ist hier schon aufgerufen, und dann ist ja die E-Mail-Adresse, an die die Kollegen ihren ausgefüllten Athena-Bogen schicken sollen, hier in diesem Tabellenfeld voreingestellt. Also bitte einmal dorthin klicken, dann in der Statusleiste die jeweilige Athena-E-Mail-Adresse hinterlegen. Im Falle von Nordrhein ist das bekanntlich athena@aknr.de. Bitte mit Enter bestätigen. Und dann ist die richtige E-Mail-Adresse voreingestellt. Und wenn die Kollegen auf einen dieser beiden Buttons klicken, dann wird der Bogen automatisch anonymisiert und an Ihre Koordinationsstelle verschickt. So, dann gibt es noch eine zweite Stelle, wo die jeweilige Athena-Kammer voreingestellt wird, und zwar im Tabellenblatt Score. Das kennen Sie, wie Sie das aufrufen. Also einmal hier mit der rechten Maustaste hinklicken, hier unten. Dann über Einblenden das Kontextmenü mit den derzeit ausgeblendeten Tabellenblättern aufrufen. Hier dann den Score auswählen. Und jetzt wird der Score angezeigt. Hier im rechten Bereich, rechts oben, wird die jeweilige Athena Landesapothekerkammer eingestellt. Im Dropdown-Feld finden Sie jede der 10 Kammern. Und jeder Kammer ist ja bekanntlich eine Ziffer zugeordnet. Für Nordrhein als erste Kammer ist das eben die 1. Alle anderen Kammern haben auch eine jeweilige Ziffer hinterlegt. Ja, aber jetzt nehme ich mal wieder die Apothekerkammer Nordrhein. Und das war es eigentlich schon. Jetzt müssen Sie einfach nur noch diesen Bogen unter einem individuellen Namen abspeichern. So, da wir gerade den Bogen für die Kammer Nordrhein erstellt haben, wähle ich als Namen Athena-Bogen AKNR, zurzeit die Version 4.1b. Das speichere ich. Und dann können Sie, wenn Sie möchten, diese Datei nochmal mit einem Schreibschutz versehen und dann an Ihre Athena-Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschicken. Herzlichen Dank.